So, liebe Leute, ein allerherzliches Willkommen zurück zu Let's Play Just Cause 4. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission, wie auch angekündigt, mit dieser Akademie Vanai. Ja, diese gehirnwäsche Information, wo die schwarze Hand Zivilisten gefangen hält. Ja, die so ein bisschen dazu rekrutiert, ihnen beizutreten und ihnen zu helfen. Und das machen wir jetzt. Wollen wir ja natürlich unbedingt verhindern. Die Frage ist, wie weit kommen wir da jetzt ohne Probleme rein? Oh, oh. Ja, ja, ich muss mal weg. Action? Das glaube ich nicht. Helikopter im Anflug. Begeben mich zum Einsatzgebiet. Akademia Vanai. Ich habe zwei Bereiche entdeckt, die als Umerziehungszentren bezeichnet sind. Ich markiere sie für dich. Wir jagen ein bisschen. Fahren ein bisschen mit dem LKW durch die Gegend. Ich bringe sie zum Eingang der Einrichtung. Haltet euch bereit, sie abzuholen. Okay. Das weiß ich von... Ich weiß von nix. Keine Ahnung. Da oben ist das. Vorsicht! So, wir gehen mal da hoch. Aua. Na, das war klar. Das können wir nicht. Doch, können wir wohl überleben. Ich brauche ein Auto, vor allen Dingen. Die Frage ist, wo kriege ich jetzt sowieso... Oh, what the... Uiu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 i, er will uns aber kräftig einhauen. Aua, hau ab von mir. Vor allem sollten wir hier tun, diesmal verschwinden. Wenn wir jetzt gerade... So. Die haben uns übrigens erstmal so mal ein bisschen aus der Welt raus. Beziehungsweise aus der Schusslinie raus. So, nehmen wir uns mal das Auto hier. Abfahrt. Oh, oh. Aber ich glaube, wir sind eh, wenn wir Glück haben, wir sind ein bisschen gepanzert. Hau ab von mir. Wo müssen wir denn da hin irgendwie mit dem Auto vor allen Dingen? Warte mal, wo ist denn der Punkt? Da hinten oder wo? Ich dachte, der Jeep wäre gepanzert oder so. Aber scheinbar ist es ja nicht wirklich. Aber ich versuche gerade hier ein bisschen mal hochzukommen. Das ist eine große Tür. Ja. Es sollte eine Steuerungstafel geben, die du benutzen kannst. Der ist tot. Warte mal. Ich muss mir mal die Beine vertreten. So, tot, meine Freunde. So. Dann. Was hat er denn für eine schöne Waffe hier? Ja, passt. Ich mach mal auf hier. Ich mach mir mal einen Weg frei. Hey, Leute.
So. Hey Mann, was geht hier vor sich? Die Armee des Chaos holt euch raus, aber wir müssen uns den Weg freikämpfen. Los Leute, wir verschwinden von hier. Ich habe das Ziel gefunden. Hör mal, mein Freund, meine Liebe. So. Ich weiß von nichts. So, wo sind eigentlich unsere... Ah, hier vorne. Wir kriegen hier ordentlich Besuch gerade. So, dann machen wir da mal ein bisschen Action, Leute. Hier scheint irgendwo ein bisschen was zu sein. Okay, hier scheint doch nichts zu sein. So. Ich brauche Munition unbedingt. So, dann nehmen wir die warme Munition da mal. Aber ich habe... habt ihr den nicht gesehen, da links neben mir? Da oben ist irgendwo ein Scharfschütze. Guck mal, wo ist denn der? Hier. Verdammt! Wunderbar. Ich habe eine Gruppe zum Eingang gebracht. Schick jemand, der die Leute abholt. Alles klar. Schon gut. Unterwegs. Ach, hier oben ist auch noch einer, ne? Wo? Ich weiß von nichts. Zentrale, Feindkontakt. Feindkontakt bestätigt. Eieiei. Unterstützungskräfte. An alle Einheiten der Schwarzen Hand. Weitere Informationen folgen. So, dann gehen wir mal da hinten hin. Weil da scheint mehr zu sein noch. Bisher scheint das relativ gut zu sein, dass die da alles weit auf die Reihe. Ihr lieben Leute. Er scheint wohl. Aber bisher kommen wir auch relativ gut durch, mal so nebenbei gerade. Aber ich glaube, dadurch, dass unsere Jungs da auch ein bisschen Action machen, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Aber wir werden uns mal... ja, ein bisschen näher ranhängen.
Dann machen wir weiter. Das Lager im Norden. Da ein Gegner? Wo? Ich sehe keinen. Da oben, ne? So. Okay. Tot. So. Ja, genau, lasst euch nicht festnageln, nagelt sie fest. So, alles tot jetzt da, oder was? Wo müssen wir überhaupt hin? Ich habe gerade den Punkt irgendwo verloren, ne? Den hat es aber auch ganz schön erledigt, den Typen. Erledigt. Moment, mein Fernseher ist gerade ausgegangen. Ich gucke gerade, ob ich meine Family irgendwo finde. Da. Irgendwo muss hier oben einer sein. Das war's. Der ist auch down. Was haben wir hier Schönes? Scharfschützgewehr kann ich gerade nicht gebrauchen. Dich kann ich aber gebrauchen. Ich meine, nur nicht viele Feinde dürften hier nicht sein, aber wo ist der Chestpunkt denn? Ist der hier? Der ist hier unten. Ist der hier unten irgendwo? Wo ist denn der? An alle Einheiten der Schwarzen Hand. Weitere Informationen folgen. So, dann ist das Ding auch erledigt. Da war der Punkt. Okay, Leute, Zeit, dass ihr euch befreit. Kommt. Ah, vielen, vielen Dank. Wir stehen tief in deiner Schuld. Ja, bitte, bitte. Kein Problem. Später gehen wir. Na, wir kriegen jetzt nämlich noch einen Besuch, glaube ich. Diesmal seid ihr auch nicht alleine auf uns, auf euch gestellt. Diesmal mache ich nämlich. Ja. Diesmal bin ich nämlich bei euch. Den hat's auch schön.
Und tot. Neue Waffen, bisschen. Oh, nice, Leute. Wo wollt ihr hin? Den jetzt auch dahinter erwischt. Gute Nacht. Ich muss ihn denken. Weiter geht es nicht. Mist. Was machen wir jetzt? Easy, Sargento. Irgendwelche Ideen? Benutzt einen Enterhaken, um die Brücke runterzuziehen. Oder spreng den Mechanismus, der sie oben hält. Ich muss vorrücken. An alle Einheiten. Position halten. Dann machen wir weiter. Ziel wurde zuletzt auf dem Gelände gesichtet. Bereithalten. Ist unten. Scheiße, den hat's. Da hat's mich erwischt. Ich wollte den nämlich noch mal schön auf den Kopf nehmen. Da ist gestorben. Wiederholen. Ich hoffe nicht alles. So, die jetzt wieder weg. Bisschen Munition mitnehmen. Gute Nacht, mein Freund von der schwarzen Hand. Na gut, dass ich hier schon ein bisschen Vorarbeit geleistet habe. So. Haben wir da mal ein bisschen wieder Platz. Rums, fums. Da haben wir mal ein bisschen, ja, Action. So, was haben wir denn noch hier? Oder
war es das mittlerweile. Die habe ich euch ja schon freigegeben, die Brücke hier. Die könnt ihr ja schon jetzt nutzen. Ich brauche Deckung, sofort! Ja, den hat's auch knall mal kurz erledigt. Meinst du, ein Zaun ist wichtig? Ist der so wichtig? Warte mal. Den dazu habe ich auch gut erledigt. Ja, ich weiß, dass oben auf dem Turm. Ah, in dem Heli ist noch einer, ne? Komm mal raus, mein Freund. Hä? Feindlicher Flieger entdeckt. Waffenbereit machen. Pech gehabt. Halt ab. Ist immer noch eine. Ich hasse, das ist so hoch, dass ich da jetzt irgendwie groß rankommen könnte. Ich muss gucken, dass ich den Heli jetzt mal gerade irgendwie halbwegs. Was ist denn der Scheiß? Oh, wo ist der. Wo kommt der denn jetzt her? Von da oben oder was? Irgendwann, oh, mein Freund. Das Ding hat ordentlich Reichweite. Na, wo ist denn der Heli? Den hat's, Glück gehabt. Glück gehabt. Das ist die letzte Gruppe, Sargento. Die Gefangenen werden gleich abgeholt. Hey Rico, ist das eine echte Revolution oder was? Sieht danach aus. Gute Arbeit, Leute. Ja, Headshot. So. Was ist das jetzt oder kommt da jetzt noch mehr? Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. Dann fahren wir jetzt ein bisschen, fahren wir hier raus. Oder kommen wir jetzt hier? So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier ohne Probleme raus? Hier brennt einfach alles gerade. Sturmgewehr hier. Toll, dann kriege ich da jetzt eine Karte, Kartenübersicht, weil ich will gerne auf diese von der Straße, von der links runter, ein bisschen in die andere Richtung, ne? Also er dacht da lang.
So. Ein bisschen weitere Strecken. So. Dann nehmen wir dir mal dein Auto da hier ab, Kollege. Komm mal her. Und dann würde ich mal so ganz spontan behaupten, dass wir durch sind für heute mit der Folge. Das war ordentlich wieder Action mit der gegen die schwarze Hand. Wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft aufgehoben. Ah, brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht, oder? Nö, eigentlich nicht. Gut. Truppen befreit. Jetzt gucken wir mal Karte öffnen. Was müssen wir als nächstes machen? Unfallopfer verfolgen. Warte mal. Angriff auf Japan kann ich jetzt noch natürlich nicht machen. Sicher die Terra, die. Bla, irgendwas. Die geheime Geschichte von Solis. Okay, das wäre das nächste. Was haben wir hier als nächstes? Das ist das Unfallopfer, ne? Ja, okay. Okay, dann wäre das hier das nächste wahrscheinlich, ne? Weil das wäre die nächste Aufgabe, die Geheimgeschichte von Solis. So, dann geben wir jetzt ein bisschen Gas mit. Oh ja, ja, ja. Auch du fahrst wie so meine Stärke gerade. Das war knapp. Entschuldigung, ich überhole euch ja nur leider, Leute. Oh, da kommt Panzer. Dass wir selbst Panzer jetzt ausweicht hier noch. Das ist nicht nur einer. Das könnte auch die schwarze Hand theoretisch schon sein, dass die nur mit dem Panzer unterwegs sind. Aber ich würde mich wundern, wenn die mich angreifen würden. So. Ja. Jetzt haben wir ein paar Kilometer Autofahrt noch vor mir. Vor uns. So gemerkt. Die fahren alle mit diesen komischen uralten Mühlen durch die Gegend hier mit diesen Dreirädern. Ich nenne die mal diese Alfredo-Fahrzeuge. Das sind immer. Wer kennt denn nicht hier diese Pizza-Werbung da mit dem Alfredo und alles? Da ist auch mal so einem Ding durch die Gegend gefahren. Die scheinen aber ziemlich. Oh, Alter! Sorry, also da hast du mir die gerade die Vorfahrt weggenommen. Also. Aber wir kriegen jetzt gerade ein bisschen Geschwindigkeit auf 120, 130, kriegt die wieder rauf. Vielleicht 140. Aber da hinten ist ordentlich Action gerade, wenn man das sogar. Aber da lassen wir jetzt erstmal gerade alles ein bisschen in Ruhe. Weil wir müssen ja nicht unbedingt mit jedem uns. Ja. In sämtliche Angelegenheiten einmischen. So rum wollte ich es eigentlich aussprechen. Ah, genau, die Boote kenne ich hier. Das ist alles schwarze Hand hier. Das ist alles von der schwarzen Hand hier rechts. Aber die Jungs und Mädels, sie kriegen wir noch irgendwie hoffentlich ja. Eingedämmt. So rum wollte ich es eigentlich sagen. Na gut. Entschuldigung.
Genau, wie gesagt, die Geschichte. Ich will jetzt halt nur noch hinfahren zu dem Punkt. Da müssen wir es nämlich nicht in der nächsten Folge machen, wenn morgen nicht. Kleine Anmerkung, diesmal ist am Sonntag und am Montag, jeweils um 20 Uhr, gibt es auch wieder dieses tolle Let's Play als Projekt. Ja. So. Was ist das denn noch? Was ist das denn noch gerade? Weil das dürfte ja jetzt nicht mehr so mega viele sein, ne? Gut, dann machen wir das aber hier noch schnell. Aber wir haben nur eine Armee-Reserve. Dann haben wir das schon hier erobert. Dann machen wir diese Mission da, dann kriegen wir vielleicht wieder ein bisschen Armee-Reserven. In der Punkt. Die ist hier unten, ne? So. Bei viel dürfte das eigentlich nicht mehr sein jetzt. Unten ist das. Verfluchte. Ja, hier unten ist diese Mission. Beziehungsweise da. Gut, dann sind wir am Zielort. Da oben geht's weiter in der nächsten Folge. Morgen um 20 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit am Start seid bei Let's Play Just Cause 4. Bis dann. Ciao.